Der Trainer hatte Emotionen gefordert nach dem leblosen Auftritt in Stuttgart und er hat sie bekommen. Heute wurde im Training unter Wettkampfbedingungen trainiert. Der Trainer hatte dazu aufgefordert, dass es zur Sache ging. Es ging zur Sache. Es ging allerdings auch einmal zu sehr zur Sache. Und zwar faulte Michael Gregoritsch Ivo Iličević von hinten. Der fiel wohl irgendwie unglücklich auf seinen Knöchel, sodass sich Michael Gregoritsch, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, mit einem heftigen Schubser seines Gegenspielers entledigte. Dieser wiederum empfand das als Schlag und revanchierte sich mit einer Kopfnuss. Inwieweit er den Spieler getroffen hat, kann ich nicht sagen. Das ergeben die Bilder nicht hundertprozentig und mit den Protagonisten konnten wir noch nicht sprechen. Der Trainer auch noch nicht, aber hört ihn selbst. Wir haben heute ein Training gemacht, wo wir eigentlich Emotionen haben wollten. Also das hat man auch gemerkt, ob jeder Training zugeguckt hat. Es war unglaublich gut, was am Anfang für eine Stimmung war, weil wir so bestimmte Formen gemacht haben, wo es Wettbewerb war und das war klasse. Dann wurde einmal übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben es nicht ganz so gesehen in dem Moment, weil ich mich gerade in dem Moment mit Eddie Söser unterhalten habe über eine Szene. Ich werde morgen einfach mit beiden Spielern natürlich reden, ist keine Frage. Mit Ivo habe ich eben gerade gesprochen. Michel war jetzt nicht da gewesen, deswegen konnte ich noch nicht. Ich werde es heute telefonisch auf alle Fälle noch mit ihm machen. Und dann werden wir es morgen aus der Welt räumen. Wie gesagt, wir wollten die Emotionen. Das war jetzt ganz klar übers Ziel hinausgeschossen und das werden wir einfach kurz klären. Keine weiteren Konsequenzen? Ja, ich habe doch gesagt, ich rede morgen mit den beiden Spielern. Also wir werden jetzt keinen, wir können mal gucken, ob irgendwo ein Galgen ist, ob wir jemanden aufhängen können, aber. Thorsten. Was ist denn mit Michael Gregoritsch? Ist verletzt? Der hat ein Schienbein, ist in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er blau angelaufen und natürlich auch ein bisschen Blut drin, das ist aufgeschürft. Und wir müssen sehen, mit dem Knöchel so ein bisschen was, weil er da vielleicht dabei ein bisschen umgeknickt ist noch ein Stück. Ja, jetzt müssen wir abwarten, was der Doc sagt. Ihr habt den Trainer gehört, er will sich kein Urteil erlauben, bevor er nicht mit den beiden Spielern gesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Der eine oder andere weiß es ja auch, ich zähle nicht unbedingt zu denjenigen, die zu früh urteilen und Härte im Training irgendwie missbilligen. Im Gegenteil, sie gehört dazu in einem gewissen Maße und auch in einem gesunden Maße. Es darf auch mal zu Rangeleien kommen, wenn sich danach alle Parteien wieder vernünftig miteinander vertragen und vernünftig miteinander umgehen. Diese Szene jedoch, und da bin ich mir sicher, das wird der HSV ähnlich sehen, diese Szenen waren zu hart. Da wird es mit Sicherheit noch Gesprächsbedarf geben, auch im Nachhinein. Und ich gehe davon aus, dass der HSV dort auch eine Strafe verhängen wird. In welchem Maße, das möchte ich nicht mutmaßen, im Gegenteil, das obliegt dem HSV. Und die werden es auch mitteilen, und zwar morgen, wenn sie mit den beiden Spielern gesprochen haben.